Okay. Nehmen wir uns hier noch mal eben kurz um. Ara, du bist der Mann im Haus. Solange ich nicht da bin, pass auf deinen Bruder auf. Er will jetzt von dir beschützt werden. Ich werde für ein paar Tage fort sein, um Essen und Vorräte zu sammeln. Sollte ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nimm deinen Bruder mit in die Quarantänezone von Pittsburgh. Öffne niemanden, außer mir die Tür. Spar eure Kugeln. Wenn ihr fortgehen müsst, bewegt euch unauffällig und schnell. Setzt deine Größe zu deinem Vorteil ein. Bis bald. Okay. Wollen wir mal hier mal dran ziehen? Bist du okay? Ja, die verdammte Decke kommt runter. Pass auf! Hilf mir da hoch. Okay. So. Ja, Ellie, willst du mal hochkommen? Pass auf. Und was gefunden? Bitte. Dankeschön. Titel 6b. Verbessere Haltbarkeit von Klingfaktor, bla bla. Sehr schön. Wunderbar. So. Nun. Haben wir alles eingesammelt? Also. Immer unten ums Ding. Jo. Nun können wir ja weitergehen. Nehmen wir uns das nächste Haus mal an.
schön. Und dann brauchen wir dafür Laufdistanz. Fertigkeit, Eiltempo. Ich fahre noch ein bisschen. Hey Sam, vorsichtig. Ja, okay. Okay, ich zuerst. Oh. Verdammt. Du bist dran. Okay. Nur werfen? Ja. Wusch! Ein Naturtalent. Glück? Nein, was nicht? Reines Glück. Ha! Okay, hau jetzt ab, du Angeber. Und nochmal. Fuck! Furchtbar. Okay. Unentschieden. Nein, nein, nein. Ich hab dich fertig gemacht. Was meinst du mit fertig gemacht? Das ist doch unentschieden. Ja, okay. Okay. Lass mal den Meister ran. Profi ist da. Da, Profi Joel. Es kommt der Tag, an dem Kinder wieder Kinder sind. Gehen wir. Kommt der Tag, doch. Müsste auch noch der Tresor sein. Na, heb doch auf. Eine offene Tür. Mehr war nicht nötig. Einer von uns hat vergessen, die Tür zu schließen. Und eine Horde dieser Monster ist in unser Lager eingedrungen. Wir haben sie dort eingeschlossen und außen eine Warnung angebracht. Susan und einige Kinder sind bei mir. Soweit ich weiß, sind wir die einzigen Überlebenden. Ich muss Susan aufhalten, damit sie nicht wieder dort hineinrennt, um die Leichen zu holen. Es ist zu gefährlich. Sie hat ihre Kinder verloren und ich habe keine Ahnung, was ich ihr sagen soll. Am liebsten würde ich aufgeben. Es wäre so einfach, sich dieser Welt zu ergeben, aber ich kann es nicht. Ich glaube zu sehr an die Menschheit. Ich habe gesehen, dass wir immer einen guten Wegen noch zu guten fähig sind. Wir können es schaffen. Ich muss stark bleiben. Für sie. Ich. Okay. Der Safe.
21. Nee, Moment. 8, 21, 36. Acht. Einundzwanzig. Sechsunddreißig. Bingo. Ja, damit. Neblige Finger. Lebrig. Okay, 65 haben wir jetzt. Hundert. Ich will die Gesundheit auf voll machen. Hier ist noch ein Comic. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Oh, cool. An zwei sogar. Da oben haben wir ja alles dabei, nur Steichholz, Briefchen und andere Sachen. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Gut, dass ich nochmal hochgegangen bin. So, damit wäre das Haus auch abgeschlossen. Hier ist auch nichts mehr. Ah, hier ist noch was. Ja. Die Gosch. Ein Stein? Nein. Oh, shit. Also eine Munition, eine Kugel vergolden. So. Andrew White, 118. Ja, durch. Die andere Seite, ja. In den Hinterhof rein. War ich schon drin, oder? Grillen.
Wer will frische Grillen grillen, der muss Grilli Grilli grillen. Okay, was das jetzt sollte, weiß ich auch nicht. Mir gerade so in den Kopf gekommen, war total falsch. Ach, die Geschichte kommt jetzt. Oh Mist! Deckung! Scheiß Scharfschütze! Wo ist das hier? Irgendwo da hinten. Also gut. Bleibt alle hier. Nein! Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich abnehmen. Ich gehe hinten rum und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey, vorsichtig. Wollt ihr wieder erobert bleiben? Ja, kann man ihn sowieso nicht sehen. Ganz vorsichtig. Ganz hoch. Bald hab ich dich, Arschloch. Auf jeden Fall, er ist nicht alleine, das ist klar. Das ist der Schütze. Meine Kollegen sind, weiß ich jetzt. Okay, hier geht's nirgendwo weiter. Hintenrum ist immer noch besser. Geh, ich gebe Deckung. Gib mir Deckung, ich gehe ran.
Komm mal her. Genau eben den Snack hier. So. Er ist weg. Ausschwärmen! Na komm her. Ja. Das sagen sie alle, wenn sie erwürgt werden. Wer will sich von da anschleichen? Na komm her. Komm zu Onkel Joel. Der sorgt für dein Rundumwohl. Ganz ruhig. Danke für den Drink. Wäre nicht nötig gewesen. Gut. Sein. Auch irgendwas noch versteckt sein. So. Okay. War wohl nicht so. Ah, Mist. Scheiße. Auf die Spiegelung nicht mehr geachtet herum. Okay, das hat keinen Sinn. Er trifft mich aus dieser Entfernung viel besser als ich ihn. Meine Priester. Hier in dem Teil war das, glaube ich. Wir. Auch nicht. Ich kann euch immer noch sehen! Ja, schön! Schön! Auf deinen Keks! Du kannst um die Ecke krümeln! Ach du Kacke! Wie sieht's aus? Was gefunden? Dito, los, suchen wir weiter. Da drüben! Ja, wie du mir, so ich dir. Für euch. Ist er da drüben? Hier ist er nicht!
So macht man das. Ah, Mist. Okay, der hat mich jetzt nicht wieder. Na komm. Die feige Sau denn jetzt. Weg sie. Er ist da drüben. Erwischt. Ah, der hat einen scheiß Helm aufgehabt. Glückskill. Jetzt aber. War die letzte Kugel, jetzt haben wir noch eine. Oh, letzte Kugel, ja. Wäre schön, wenn ich ihn jetzt so treffen würde. Ah, da seid ihr! Mist, 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 Mist. Boah. Was für eine miese Ratte. Ja, das hat einfach keinen Sinn. Er trifft mich und dann bin ich weg. Naja, meine Kameraden habe ich ja schon mal außer Gefecht gesetzt. Nicht, dass er noch welche kommen. Wir müssen jetzt alle hinüber sein. Theoretisch. In die Häuser dann vorne hingehen, bevor ich hier reingehe. Weil wenn wir da drin sind, kommen wir ja nicht wieder zurück. Aus. Sieht doch das hier noch mal. Schön. Toll. Die Munition hat der Typ überhaupt dann seine Sniperwaffe. Naja. Die MCs haben sowieso immer meistens unendlich Munition, leider.
Verdammte Cheater. Was? Ach so, okay. Scheiße, ich hab gedacht, das Haus würde nicht in diese Richtung zeigen. Okay, da lag ich vollkommen daneben. Hey, Barry! Na? Schön, dass du auch wieder da bist. Alles klar bei dir soweit? Er ist weg! Da war doch eben einer drinnen gewesen. Ja, muss ja, ne? Harry, muss ja. Und wie war dein Quark so heute? Nur ein dieser Häuser war über Dach auch noch eine verschlossene Tür zu erreichen. Weiß ich noch. Naja, war bei mir genauso. Ein paar Sachen noch eingekauft fürs Wochenende. Und ja. Hat auch die ganze Zeit geregnet, ne? Aber zum Glück, wo ich dann losgegangen bin, hat dem in dem Moment dann halt aufgehört. Hat man so gerade so gut abgepasst, würde ich sagen. Aber ich bin froh, dass es jetzt ein bisschen regnet. Wurde auch langsam überfällig. Was?